In diesem Video nähen wir ein süßes Paar Schuhe für Puppen wie meinen Amelie-Schnitt und American Girl und Our Generation-Puppen. Die Materialien sind hier aufgelistet, aber du kannst es nochmal ganz genau im E-Book auch nachlesen. Bügele das Bügelvlies auf die linke Seite der Oberteile und der Schuhsohlen aus Außenstoff. Lege die Schuhsohlenteile aus Innenstoff links auf die Schuhsohlenteile aus Außenstoff und nähe sie mit einem groben Heftstich entlang der Außenkanten zusammen. Lege jeweils ein Schuhoberteil aus Außen und eines aus Innenstoff rechts auf rechts aufeinander und nähe sie entlang der inneren Kante zusammen. Mache kleine Einschnitte in die Rundung nah an die Naht heran. Öffne den Stoff und falte die beiden hinteren Kanten rechts aufeinander. Nähe entlang der hinteren Kante. Ziehe den Innenstoff über den Außenstoff und stecke die untere Kante ab. Nähe mit einem groben Heftstich entlang der unteren Kante. Stecke die Schuhsohle am Oberteil fest, sodass beide Innenstoffteile nach außen zeigen. Ich weiß, es ist schwer zu erkennen hier mit Innen- und Außenstoff, weil ich für beide Teile die gleichen Stoffe benutzt habe. Aber vielleicht kannst du mir in der Sami-Facebook-Gruppe ein Foto zeigen von einem Schürchen, was du gemacht hast mit unterschiedlichen Stoffen. Ich würde mich sehr freuen, das zu sehen. Nähe Schuhoberteil und Schuhsohle entlang der Außenkante zusammen. Schneide den Stoff nah an der Naht ab und wende den Schuh nach außen. Wiederhole alle Schritte auch für den zweiten Schuh. Und dann sind wir auch schon fertig und haben unsere kleinen Schuhchen. Wenn du das passende Kleid und den passenden Bolero dazu auch nähen möchtest, ich werde die Videos und die Schnittmuster alle unter diesem Video verlinken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!